Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide. Heute zeige ich euch den Panzerfahrer und zwar wie man den bedient und mit welchen Tücken man zu rechnen hat, welche Vor-, welche Nachteile er hat, welche Klassen er bedienen kann, welche Abzeichen ihr dafür braucht, welche Waffen ihr haben müsst oder haben könnt und wie ihr euch am besten im Kampf verhaltet. Das teile ich dann so auf wie in dem letzten Tutorial, in dem ich erstmal euch zeige die Vorbereitung, was braucht ihr für Waffen, welchen Panzer könnt ihr fahren, welchen Panzer wollt ihr haben, welche Ausrüstung braucht ihr für diesen Panzer, welche Abzeichen braucht ihr für den Panzer und natürlich noch ein paar andere gravierende Sachen, die im Vorfeld zu klären sind. Dann zeige ich euch im Nachhinein dann noch im Kampfgeschehen die einzelnen Panzerklassen, wie die funktionieren, welche Vor- und Nachteile, welche Panzerung die haben, welche Bewaffnung die haben und so weiter. Das zeige ich euch dann im zweiten Teil. Jetzt fangen wir aber direkt an mit der Vorbereitung. Ein wichtiger Teil der Vorbereitung ist natürlich, den Panzerfahrer erstmal zu besitzen. Dafür braucht ihr einen Infanteristen auf Level 5 neben dem Stabsgefreiten. Dann könnt ihr diesen Punkt hier, dem Panzerbesatzung, auswählen. Wenn ihr da drauf klickt, eigentlich wird das euch sofort angezeigt, wenn ihr den Panzerfahrer möglich habt, also wenn das euch ermöglicht wird, dann kommt gleich dieses Fenster. Dann könnt ihr nämlich Karrierechancen für Soldaten, dann könnt ihr nämlich den Panzerfahrer auswählen. Hier wird euch nochmal gesagt, ja, ihr möchtet ihr wirklich unwiderruflich wechseln, dann könnt ihr nämlich nur diesen Panzerfahrer demnächst fahren, also dieser Infanterist wird dann automatisch zum Panzerfahrer und kann dann nichts mehr anderes machen. Das ist genauso wie beim Fallschirmjäger, beim Aufklärer und beim Piloten, das ist genau der gleiche Fall. Wenn ihr dann den Panzerfahrer besitzt, dann könnt ihr natürlich die leichten, mittleren, schweren und die Jagdpanzer verwenden. Das Ganze gibt es für 50.000 normale Ingame-Credits oder halt für 300 Ingame-Goldwährung, die ihr halt mit Echtgeld kaufen müsst oder könnt. Je nachdem, wie ihr da lustig und fröhlich seid. Ich mache natürlich abbrechen, ich habe nämlich schon einen und zwar hier meinen Friedrich Söller. Dann gibt es natürlich verschiedene Panzerklassen, wie ich eben gerade schon angesprochen habe. Hab erstmal den leichten Panzer, den mittleren Panzer, den schweren Panzer und den Anti-Tank. Die haben alle unterschiedliche Zeichen. Du siehst den leichten Panzer mit diesem einen normalen Kreis, mit dem ovalen Ding. Dann habt ihr hier den mittleren Panzer, der hat einen Strich durch und den schweren mit zwei Strichen. Der Anti-Tank hat einen Dreieck dadurch. So könnt ihr das dann auch auf dem Schlachtfeld recht schnell erkennen. Die einzelnen Panzerklassen haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Ich fange hier erstmal an mit den leichten Panzern. Du hast erstmal, man fängt an mit dem Panzerkampfwagen 1, Ausführung A. Da besitzt man normale MG, also dieser kleine Panzer hat nur ein MG. Und mehr hat er auch wirklich nicht. Die Panzerung ist mehr als dürftig und deswegen wirklich nur ein Einstiegspanzer in der Hinsicht. Wenn ihr da mit einem großen Geschützturm, also auf einen großen Geschützturm hofft, das könnt ihr knicken, der hat nur ein MG. Der hier hat ein schnellfeuerndes, der Panzerkampfwagen 2 Ausführung C, hat ein schnellfeuerndes Geschoss, einen schnellfeuernden Turm, in dem du, naja, so gut jede Sekunde kann der ein Geschoss feuern. Und natürlich den Panzerkampfwagen 38T Ausführung E, der dann eine richtige Kanone besitzt, mit denen ihr dann verschiedene Granatentypen abfeuern könnt. Da gibt es zu beachten, dass nicht jeder Panzer automatisch die gleichen Panzergranaten verwenden kann. Der Panzerkampfwagen 38T Ausführung E hat zum Beispiel hier die Möglichkeit, mit einer Hartkerngranate und einer panzerbrechenden Granate noch ausgerüstet zu werden. Das sind verschiedene Granatentypen, die sind natürlich alle beide unterschiedlich teuer. Die Hartkerngranate kann bis zu die doppelte Panzerung durchdringen, also man kommt auf jeden Fall durch. Dafür ist die natürlich aber auch dementsprechend teurer. Das müsst ihr halt vor euch entscheiden, ob ihr die braucht. Die HE-Granate, wie der Name schon sagt, hochexplosiv, steht ja auch hier. Mit der könnt ihr dann im Häuserkampf gegen andere Infanteristen antreten und generell auch Infanteristen aus ihren Deckungen heraus töten, ohne das MG zu benutzen. Der Panzer hat natürlich auch noch ein MG, wenn ihr das wollt. Da könnt ihr auch die Infanteristen halt so bekämpfen, das MG ist umsonst. Aber ich würde euch für Deckung empfehlen, dass ihr dann halt auf jeden Fall immer die HE benutzt. Für den Infanteristen an sich könnte es dann interessant werden, welche Kisten ihr drauf macht. Es ist nämlich relativ wichtig, was ihr auf dem Schlachtfeld braucht. Der normale Infanterist, wenn er auf dem Schlachtfeld ist, braucht vermutlich eher, was ich meine, die Nachschubkiste, die für die Sanitätsnachschubkiste. Denn die Munition wird einem auf dem Schlachtfeld nicht wirklich so schnell ausgehen. Und wenn, dann ist man an dem nächsten Punkt und kann sich da ausrüsten. Da ist dann doch eher Vorsicht geboten bei der Gesundheit.
weil auf dem Schlachtfeld passiert es doch eher, dass man mal angeschossen wird und dann HP verliert. Dann könnte es doch, naja, für den Infanteristen glaube ich, effektiver sein, wenn er sich dann an eurem Panzer dann aufheilen kann. Panzerabwehr kann man machen, muss man nicht. Müsst ihr entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Für mich macht das jetzt keinen Sinn, weil wenn ich einen Panzer habe, dann ist der oft auf der, keine Ahnung, 500 Meter entfernt. Da bringt mir auch so ein Panzerabwehr-Kit relativ wenig, herzlich wenig, ja. Müsst ihr halt entscheiden. Bei den mittleren Panzern ist schon wieder anders. Da haben beide Panzer eine Hauptkanone und ein MG. Da muss man aber dann wieder sagen, die haben unterschiedliche Panzerung und unterschiedliche Typen. Während der Panzerkampfwagen 3 auf Rügen J nur hier diese Panzerbrechen und die Hochexplosive später aufrüsten kann, kann man mit dem Panzerkampfwagen 4 aus Rügen H dann auch noch die Hartkerngeschosse auswählen und kaufen. Wie gesagt, das gleiche Spiel. Die durchdringen weniger Panzerung, sind auch billiger dafür. Die durchdringen fast die doppelte Panzerung und sind dafür aber auch teurer. Wie das gleiche Spiel auch mit den MGs und den Hochexplosiven, müsst ihr halt gucken, wie ihr das verwendet. Nachschubkisten auch wieder so, und es wird sich auch bei den anderen beiden Panzerklassen nicht ändern. Der Tiger hat mal wieder das gleiche wie beim Panzerkampfwagen 3 und dem Panzerkampfwagen 4. Er kann nur, in Klammern nur, die Panzerbrechende und die Hochexplosive haben, während der Panzerkampfwagen 6, also besser bekannt als Tiger 2 oder Königstiger, je nachdem, der kann dann nämlich auch die Hochexplosive und die Hardkern noch mit aufnehmen. Das hat halt der Panzerkampfwagen Tiger nicht, der normale Tiger. Der kann halt dann nur die normale und die Hochexplosive später. Naja, der Stuck, der hat im Vergleich zum Hetzer natürlich eine wesentlich stärkere Kanone. Dennoch muss man sagen, den beiden fehlt ein MG. Was halt beim normalen Panzer, beim mittleren, schweren oder leichten ging, noch mit dem MG die Infanteristen abzuschießen, geht halt hier in dem Falle nicht. Das kann dann nur ein zweiter Soldat, oder ihr müsst halt auf den Platz des zweiten Soldaten wechseln. Da ist dann auch Vorsicht geboten, weil die die Jagdpanzer sind halt, wie sie es schon sagen, Jagdpanzer, mit denen man halt andere Panzer jagt. Die sind halt nicht zur Infanteriebekämpfung gedacht. Was die Waffen vom normalen Panzerfahrersoldaten angeht, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht auf diese taktische Ebene und rüstet euren Soldaten mit einer Pistole, einem Verstellschlüssel und einem Dienstglas aus, oder ihr geht auf die Haut-drauf-Technik, auf die Rambo-Technik. Dann könnte ich euch natürlich nur noch empfehlen, nehmt eine MP. Der einzige Nachteil ist, der Panzerfahrer kann nur 6 Slots, hat nur 6 Slots und kann dementsprechend auch nur wenig mitnehmen. Wenn ihr jetzt also eine MP40 mitnehmt, dann seid ihr schon komplett bedient mit 6 Punkten. Da passt nicht mehr viel rein. Bei der Maschinenpistole 34, die bekommt ihr am Anfang sowieso schon gestellt, da ist es dann sogar noch schlimmer, da habt ihr sogar nur noch, da kommt ihr mit der ganzen Munition gar nicht mehr hin. Da müsstet ihr eine Munition weniger nehmen und dann hättet ihr die 6 vorausgesetzten Punkte, dann könnt ihr aber auch nicht mehr andere Sachen mitnehmen. Deswegen habe ich für mich entschieden, ich nehme die Pistole und ein Aufklärungsglas sowie einen Verstellschlüssel. Die haben halt den Vorteil, man kann aussteigen, kann sich mit der Pistole verteidigen, kann seinen Panzer mit dem Verstellschlüssel reparieren und mit dem Dienstglas kann man abseits vom Panzer auch noch aufklären. Man kann dann andere Panzer aufklären und sagen, hier Einheit, ihr schießt dahin, da ist ein getarnter Panzer, ihr könnt da angreifen. So könnt ihr auf jeden Fall eure Einheiten gut unterstützen. Was dann noch die Abzeichen angeht, da ist ja auch noch die Frage, was nimmt man dafür? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal hier die Panzersachen, da sind aber auch nur bedingt welche dafür geeignet. Und hier oben natürlich noch ein paar, die zählen bei Fahrzeugen rein, aber Panzer sind ja in der Hinsicht auch Fahrzeuge, von daher. Kampf könnt ihr natürlich auch ausrüsten, das erkläre ich aber gleich noch. Primär würde ich euch raten, nehmt den Richtschützen oder den Mechaniker. Weil Richtschütze bringt euch im Kampf, wenn ihr im Zweikampf mit anderen Panzern seid, dass ihr dann, angenommen, ihr steht einem Stuart direkt gegenüber mit einem leichten Panzer natürlich. Und ihr schießt beide, macht beide den Erstschlag, also ihr schießt parallel. Dann ist natürlich der Vorteil beim Richtschützen, dass ihr einfach schneller seid. Während der nur 3 Schüsse euch reindrücken kann, habt ihr ihm schon 4 Schüsse reingedrückt und habt ihn damit zerstört. In der Hinsicht würde ich euch definitiv den Richtschützen raten, weil der euch im Zweikampf einen enormen Vorteil bietet. Also, das kann man wirklich nicht unterschätzen. Und beim schweren Panzer, der natürlich noch länger braucht, macht sich
20% noch mehr bemerkbar. Beim leichten Panzer noch nicht so wirklich, aber beim schweren Panzer doch recht stark. Der Mechaniker bringt euch in der Hinsicht so viel, weil ihr einfach, wenn ihr getroffen wurdet, viel, viel schneller euch reparieren könnt. Das müsst ihr natürlich aber für euch selber entscheiden, was euch wichtiger ist, ob euch das Reparieren im Nachhinein schneller ist, dass ihr wieder schneller an die Front könnt, oder halt der Zweikampf, dass ihr den schneller gewinnt oder effektiver gewinnt. Das sei euch überlassen. Der Panzerfahrer bringt in der Hinsicht eigentlich nur so viel, wenn ihr startet oder wieder einsteigt, dass einfach euer Panzer schneller startet. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Also an eurer Stelle würde ich euch das nicht empfehlen. Bringt euch nämlich nur beim Einsteigen. Also von daher, ich würde es lassen. An sich, macht euch ein Ziel, was ich noch generell sagen wollte. Macht euch ein Ziel. Kauft nicht einfach wild drauf los. Früher war das nämlich nicht mehr möglich, da musste man wirklich jeden einzelnen Panzer freischalten, konnte halt nur bei den leichten Panzern welche überspringen, musste dann aber halt immer die nächste Stufe freikaufen. Mittlerweile ist es so, ihr könnt theoretisch mit dem, also wirklich rein hypothetisch, könnt ihr mit dem Anfangspanzer, da nämlich alles in dieses, genau in den Panzerangriff zusammengelegt wurde, könnt ihr theoretisch mit dem Anfangspanzer auch den Königstier freischalten. Ihr müsst dann halt einfach mit dem Panzer, Kampfwagen 1, Ausführung A, alle Panzertypen überspringen und könnt dann den Königstiger kaufen. Dauert natürlich nur, ihr braucht einen Ticken Erfahrung dafür. Von daher, macht euch da ein paar Pläne. Ihr könnt nämlich sagen, ich spiele mit dem den kompletten leichten Panzer durch und kaufe mir dann direkt den Panzer 4 oder ich kaufe mir dann direkt den Hetzer, je nachdem. Oder ich sage, keine Ahnung, ich sage hier, ich überspringe nur den, kaufe dann wieder den und level mit dem dann den Panzer 4. Es sei euch überlassen, wie ihr das macht, welchen Panzer ihr überspringen wollt. Lasst euch nur so viel gesagt sein, wenn man mal die Preise anguckt. Der Königstiger kostet 300.000, der normale Tiger, der steht hier leider nicht mehr, aber der kostet so um die 200.000. Das könnte natürlich teurer werden für euch, für eure Portemonnaie. Die kosten fast, also hier unten kostet sie noch unter 100.000, aber ab hier wird es dann über 100.000 und dann geht es gen 2.000, 200.000. Auf jeden Fall würde ich da sehr vorsichtig sein, das könnte euch schon empfindlich treffen, wenn ich jetzt noch so sagen dürfte. Macht euch da Pläne, welchen Panzer ihr auch unbedingt kaufen wollt, weil ihr müsst ja auch noch aufrüsten und noch reparieren können. Macht euch da Pläne. Letzter Punkt sind die Farben, die Kleidung vom Panzerfahrer. Naja, müsst ihr halt gucken, ob ihr das wollt. Ich brauche es nicht, weil der Panzerfahrer sitzt eh nur in seinem Panzer und wenn er aussteigt, dann ist er mit seinem Grau doch, mit seinem Schwarz eigentlich doch relativ gut bedeckt. Ihr müsst halt gucken, die sind relativ, in Klammern relativ billig, weil halt der Panzerfahrer wirklich nur im Kabinchen hockt und nicht mehr macht. Wenn er mal rauskommt, dann, naja, überlebt er nicht so lange. Deswegen überlegt euch, ob ihr das kaufen wollt. Ich würde es nicht machen, ist nur Geldverschwendung. Und ansonsten, wir sehen uns wieder in dem leichten Panzermatch, wenn ich euch den leichten Panzer näher lege und natürlich auch noch die anderen. Bis gleich. So, da sind wir schon direkt im Kampf mit dem Panzerkampfwagen 38 in Klammer T, Ausführung E. Der bietet euch die Möglichkeit, dass ihr im Kampf einfach extrem wendig seid. Das betrifft übrigens auch jeden anderen leichten Panzer. Da müsst ihr in der Hinsicht euch eigentlich keine großen Gedanken machen. Die sind alle extrem wendig und recht flink unterwegs. Natürlich habt ihr bei dem Panzer, bei dem leichten Panzer, den Vorteil, dass ihr schnell unterwegs seid. Dafür habt ihr aber den Nachteil, dass einfach eure Panzerung dementsprechend auch für den Arsch ist. Also relativ für den Arsch. Das bedeutet in der Hinsicht so viel, dass ihr auch von leichten MGs angegriffen werden könnt, was halt nicht leichten, also montierten MGs auf Kübelwagen oder Buggies, die können euch, wenn die euch hinten treffen, schon gefährlich werden. In der Hinsicht solltet ihr schon ein bisschen aufpassen, vor allen Dingen, weil auch wirklich jede Art von Panzerfaust bei euch durch die Panzerung durchkommt. Und da ist wirklich sehr viel Vorsicht geboten, weil er ansonsten relativ schnell drauf geht. So, und dann sieht man auch schon gleich den ersten Unterschied von den leichten Panzern. Der eine Panzer hier, das ist der Aufführung C, der hat zum Beispiel ein schnellfeuerndes Geschütz. Mit dem kann er halt extrem schnell im Sekundentakt Granaten verschießen. Die sind dann aber auch dafür nicht so durchschlagkräftig und haben halt oft den Nachteil, dass sie an der Panzerung von den schwereren Stuart-Panzern einfach abprallen. Da würde ich auch halt in der Hinsicht aufpassen. Die Bewaffnung ist beim Panzerkampfwagen 38 in Klammern T Aufführung E eine Hauptkanone, die einmal die Hartkern und einmal die HE verschießt.
Die Hardkern bringt euch in der Hinsicht... Moment. Genau. Die Hardkern bringt euch in der Hinsicht eigentlich nur so viel, dass ihr da besser gegen stärkere Panzer ankommt. Also gegen den Stuart kommt ihr auf jeden Fall durch. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer halt nicht durchtrifft, relativ gering. Und generell habt ihr halt hier den Vorteil mit der Passung, was ich auch schon angesprochen hatte. So ein kleiner Panzer mit MGs, der kann euch halt relativ wenig abhaben. Während da so ein Stuart, der da hinten steht und euch abschießt, dann schon gefährlich werden kann. Und dahingehend würde ich auch immer euch empfehlen, nehmt die Frontpanzerung von eurem Panzer, weil das die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal ein Schuss abprallt, relativ hoch. Generell beim Panzer, beim leichten Panzer würde ich euch empfehlen, vom Vorgehen her, dass ihr da, naja, euch flink haltet. Also ihr nutzt einfach die Geschwindigkeit eures Panzers aus und bewegt euch flink über das Schlachtfeld. Nutzt einfach jede Deckung, die ihr finden könnt, und wenn ihr mal angetroffen werdet, also wenn ihr mal von irgendeinem Panzer eine reinbekommt, dann könnt ihr auch recht schnell fliehen und euch irgendwo, angenommen, nehmen wir mal an, hier, ihr seid auf dieser Anhöhe, und dann werdet ihr abgetroffen, dann könnt ihr halt direkt wieder zurückfahren und euch ein bisschen Deckung suchen. In der Hinsicht, na gut, das ist ein bisschen ein schlechtes Beispiel, aber an sich kann man das schon vergleichen. Und dann, was ich ja schon eben gerade angesprochen hatte, steigt ihr einfach aus, wenn ihr halt einen reingedrückt bekommen habt, und könnt den reparieren. Da gibt es dann einen Trick, das möchte ich mal kurz euch vorführen. Also ihr fahrt, und dann kriegt ihr zum Beispiel von einem feindlichen Panzer eine reingedrückt. Ich simuliere das mal durch irgendwie vom Baum fahren. Guck, jetzt habt ihr Schaden gekriegt. Dann könnt ihr halt aussteigen. Und entweder ihr haltet halt die Taste zum Reparieren gedrückt, das ist übrigens die linke Maustaste, oder ihr drückt einmal links, drückt dann Enter, drückt dann nochmal Enter, und dann repariert er automatisch weiter. Dann braucht ihr gar keine großen Anstalten mehr machen. Das ist relativ praktisch, wenn man da zum Beispiel auf dem Schlachtfeld ist und einfach keinen Bock hat, jetzt 5 Jahre lang diese kacklinke Maustaste zu drücken. Dann könnt ihr das einfach einmal kurz drücken, Enter drücken, nochmal Enter drücken, dadurch wird es halt fixiert, dadurch wird die Taste Dauer gedrückt, und dann könnt ihr euch einfach in der Zeit irgendwelche anderen Sachen vornehmen, zum Beispiel die Umgebung auskundschaften oder, naja, je nachdem, was euch beliebt. Das ist dann der gravierende Vorteil. Ansonsten gegen Panzer mit der Main Gun natürlich, und gegen Infanterie entweder mit der HE oder ihr nehmt da die MGs. So, jetzt habt ihr einen reingedrückt. Jetzt könntet ihr entweder, ich habe jetzt mal symbolisch aussteigen gemacht, aber in der Hinsicht würde ich eher fliehen sagen, weil da habt ihr relativ wenig Chancen. Hier ist zum Beispiel der Sturz direkt vor uns. Nutzt auf jeden Fall die Geschwindigkeit vom Panzer, und wenn es geht, flieht einfach. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da so einen Zweikampf verliert, wenn ihr nicht wisst, wo der Panzer ist, ist relativ hoch. Und jetzt gerade geht hier echt die Party ab. Also sagen darf. Generell, Auto-Aim ist mit H, also sprich, wenn ihr einen Panzer habt und anvisiert habt, dann macht einfach dieses kleine Dreieck, das ist zumindest bei den Deutschen der Fall, das kleine Dreieck auf den Panzer, und das war kacke, das kleine Dreieck auf den Panzer und dann die Leertaste drücken. Dann wird automatisch die richtige Reichweite eingestellt, und dann müsst ihr einfach nur noch abdrücken, und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr trefft, wieder relativ hoch. Das war es auch schon fast wieder mit dem leichten Panzer. Eins möchte ich euch noch nahelegen. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel jetzt durch die Gegend fahrt und, naja, oben rausgucken ist schon relativ gefährlich, wenn ihr im Feindgebiet seid, weil ihr dann von Scharfschützen oder anderen Infanteristen abgeschossen werden könnt, da würde ich euch empfehlen, Steuerung drücken. Dann klappt ihr nämlich deine schöne Klappe hier an die Seite, und dann habt ihr zumindest von einer Seite schon mal Deckung. Also angenommen, die Feinde kommen von rechts, dann fahrt ihr einfach in der Hinsicht so, und dann könnt ihr euch ein bisschen umgucken und habt weniger Möglichkeiten, abgetroffen zu werden. Das ist natürlich nicht immer eine Garantie dafür, aber naja, es ist besser als gar nichts. In der Hinsicht, wir sehen uns gleich wieder beim mittleren Panzer. Bis dahin. Der mittlere Panzer, hier am Beispiel vom Panzerkampfwagen 4 Ausführung H. Oh, da hinten schon wieder ein Kollege von uns. Auf jeden Fall, der Panzerkampfwagen 4 Ausführung H ist der stärkste mittlere Panzer, den ich hier habe. Es gibt natürlich noch den Panzerkampfwagen 3 Ausführung J, soweit ich weiß. Der hat dann aber auch einige Nachteile, die dieser Panzer 4 halt nicht mehr hat.
Dafür sind hier halt unterschiedliche Stufen. Und ihr müsst, wie gesagt, wie ich das schon im Intro gesagt hatte oder am Anfang, müsst ihr euch halt entscheiden, ob ihr direkt den Panzer 4 euch kaufen wollt oder halt den Ausführung 3, je nachdem. Panzer 3 Ausführung J, so. Zum Handling. Der Panzer 4 Ausführung H ist relativ, naja, er ist noch relativ flink. Im Vergleich zum schweren Panzer ist er noch recht flink unterwegs. Er ist zwar nicht mehr so schnell wie der leichte Panzer. Und die Geschwindigkeit ist jetzt auch nicht mehr die beste. Aber immerhin, man hat mit dem Panzer 4 Ausführung H so einen guten Mittelwert von allem. Außerdem hat er halt eine etwas größere Trefferfläche, sprich, wenn ihr angegriffen werdet, dann ist es beim Panzer 4 wahrscheinlich höher möglich, dass ihr getroffen werdet, weil der natürlich mehr Fläche bietet, mehr Angriffsfläche. Dahingehend solltet ihr dann auch aufpassen. Vor allen Dingen die Panzerung ist hier unterschiedlich. Im Vergleich zum Panzer 3 ist die Panzerung beim Panzer 4 durch die Panzerlappen, durch diese Panzerschürzen an der Seite, noch ein Stückchen erhöht, also noch ein bisschen erhöht. Aber im Prinzip solltet ihr immer noch aufpassen, mit wem ihr euch anlegt. Vor allen Dingen, hier ist es auch wieder der Fall, dass die Frontpanzerung exorbitant stärker ist als die Seiten- oder Heckpanzerung. Außerdem seid ihr gegenüber Flugzeugen sehr angreifbar, weil die Turmpanzerung, also die Dachpanzerung ist relativ gering, genauso wie die Unterbodenpanzerung. Wenn ihr da über eine Mine fahrt, ihr seid sofort tot. Das gilt übrigens für jeden Panzer, weil die unten drunter sind, die sind sehr, sehr, sehr wenig gepanzert. Das wird euch sofort das Leben kosten. Die Bewaffnung sieht folgendermaßen beim Panzer 4 Ausführung H aus. Ihr habt einmal die Main Gun mit dem Hardkern und dem HE und das MG. Die Hardkern gibt es nur beim Panzer 4, die gibt es nicht beim Panzer 3. Das ist nämlich dieser eine Vorteil, den der Panzer 4 auch noch hat. Den hat der Panzer 3 halt nicht. Das bedeutet, der Panzer 4 hat eine wesentlich höhere Möglichkeit, durch Panzerung von feindlichen Panzern durchzukommen. Was natürlich auf dem Schlachtfeld, naja, gewisse Vorteile bietet, wenn ich das mal so sagen dürfte. Es hat immer den Vorteil, wenn ihr in der Lage seid, euren Gegner auch zu besiegen. Na, oh, das war... Komm. Und das habe ich doch mal gerne getan. Oh, ich bin... Also mit einem richtigen Tiger wäre das natürlich möglich. Da könntet ihr natürlich den Flieger sofort runterholen mit einem Schuss. Aber in dem Falle war das natürlich jetzt nicht der Fall. Trotzdem würde ich natürlich immer aufpassen, wie man euch anlegt. Weil so ein Flugzeug, gerade das russische, kann 4 Bomben werfen. Und ich glaube, nach 3 Bomben seid ihr weg. Wenn die alle aufs Dach gehen, ihr seid sofort weg. Deswegen würde ich euch empfehlen, beim Vorgehen vom Panzer 4, da er ein bisschen schwergängig ist, ihr versteckt euch einfach irgendwo in gewissen, also hier zum Beispiel, hier ist eine Deckung. Wenn der Feind jetzt von O2 kommen würde, oder er kommt ja auch von O2, dann würde ich euch empfehlen, gerade euch so hinstellen, dass ihr ein bisschen Panzerung mitzeigt, also gerade auch die Frontpanzerung, und dann natürlich den Turm. Das ist natürlich die Frage, wo kommt der Feind her dahin? Jetzt wieder einstellen mit Leertaste den Feind fokussieren und dann angreifen. Das ist übrigens auch bei den anderen Panzern der Fall. Immer mit Leertaste Auto-Aim machen. Also der Pfeil, den Dreieck, die Spitze davon sollte auf jeden Fall den Feind anfokussen. Und dann würde ich euch empfehlen, halt Leertaste zu rücken. Dann wird das Auto angeaimt und dann könnt ihr direkt schießen. Man braucht dann nicht noch höher und niedriger Friemeln. Das ist umständlich und kostet euch wertvolle Zeit. Und dann ist es natürlich wichtig, dass ihr euch, solltet ihr mal aussteigen, das gilt auch für die anderen Panzer, erstmal reparieren natürlich, aber dann nur in Deckung, und solltet ihr halt aussteigen müssen, erstmal den Feind, der euch gerade angreift, angenommen hier ist ein Infanterist und der schießt euch mit einer Panzerfaust ab, erstmal den Infanteristen ausschalten und dann reparieren, ergibt ja auch Sinn, andersrum wäre doof. Und wenn ihr dann fertig seid, dann habt ihr entweder die Möglichkeit, wieder in den Panzer einzusteigen, oder, wenn ihr den Panzer versteckt habt, das habe ich jetzt hier nicht, dann nehmt euch das Fernglas, wenn ihr euch das ausgerüstet habt. Ich würde es euch empfehlen. Ich hatte halt die Möglichkeit offengelegt, entweder den Draufgänger mit der MP, oder ihr geht halt den taktischen mit Ausrüstung, wie zum Beispiel dem Verstellschlüssel oder der Pistole und dem Fernglas. Dann könntet ihr euch hinstellen und dann da hinten sagen, oh, da ist ein Panzer. Dann könnt ihr dann... fokussieren. Dann können nämlich eure Teamkameraden den abschießen
Oder ihr behaltet euch einfach die Position im Gedächtnis und greift ihn dann manuell an, also selber. Das ist euch dann natürlich überlassen. Ansonsten würde ich euch empfehlen, natürlich Panzer 4, stärkste Panzerung, stärkste Bewaffnung. Ein bisschen vorsichtig mit rumfahren und schon habt ihr eigentlich ein recht gutes Spiel. So, da sind wir auch schon bei dem schweren Oschi. Und zwar unserem schweren Panzer, dem normalen Tiger. Panzerkampfforschen Tiger. Der hat viele Vor- und viele Nachteile. Naja, was heißt viele Vor- und viele Nachteile? Er hat halt Vor- und Nachteile. Was ist denn das hier jetzt? Was zum Teufel? Ja. Auf jeden Fall, der Tiger hat Vor- und Nachteile und die sind nicht klein, die sind aber auch, naja, die können schon schwierig werden, können schon schwerwiegend werden. Fangen wir erstmal mit dem Handling an sich an. Der Tiger ist sehr schwerfällig. Man muss mal gucken, guck mal, wenn wir jetzt hier starten, wenn wir jetzt losfahren, erstmal rollt. Und jetzt langsam kommt er auf Fahrt. Jetzt hat er langsam die Geschwindigkeit, mit der man arbeiten kann. Und das ist auch dann die Maximalgeschwindigkeit, die er drauf hat. Schneller wird er nun auch nicht. Und da sollte man in der Hinsicht mal gucken, weil schnell vor Minen fliehen oder vor irgendwas anderem fliehen, ist da nicht drin. Man hat da schon große Probleme. Außerdem sollte man derartig aufpassen, wenn man auf Steine drauf fährt, im Wald zum Beispiel, hier oben rechts im Wald, wenn man da auf kleinere Steine drauf fährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man dann stecken bleibt und überhaupt nicht mehr loskommt. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Die Panzerung an sich ist bei dem Tiger eigentlich sehr gut, da kann man jetzt nicht meckern. Gegen leichte Panzer habt ihr extrem viel, also wenn ihr im Krieg seid, leichte Panzer können euch gar nichts anhaben. Ihr könnt auch gegen Panzerschreck oder Panzerfäuste habt ihr relativ guten Schutz. Das ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass da eine durchkommt. Natürlich kommen die auch mal durch. Wenn ihr von hinten reinkommt, dann kommen sie natürlich durch. Aber die Möglichkeit, dass sie vorne durchkommen, ist relativ gering. Das ist halt der Vorteil vom Tiger. Dafür ist er halt auch extrem schwer. Da muss man sagen, dass die Kanone auch sehr, sehr lange nachlädt. Was auch so ein Nachteil ist, ein Handicap vom Tiger. Aber man muss sagen, dafür ist man gut geschützt. Zum Beispiel dieser Pilot hätte uns mit seiner normalen panzerbrechenden Kanone schon ordentlich zu schaffen machen können. Außerdem auch mit... Man sieht, er hat nicht so viel Schaden gemacht. Beim leichten Panzer wäre schon die Hälfte vom Leben garantiert weg. Hier haben wir halt Glück. Aber auch man sieht wieder, das Fliehen ist halt recht schwierig beim Tiger. Was die Bewaffnung angeht, eine sehr, sehr, sehr mächtige Frontkanone, die natürlich gegen gleichgesinnte Panzer relativ, naja, wenn sie durchkommt, macht sie halt Schaden, wenn nicht, dann, das sieht man hier gleich, wenn sie nicht durchkommt, dann hat man Probleme, dann ist man nämlich selber das Opfer. An sich würde ich immer gucken, beim Russischen immer auf den Turm zielen, bei den Amerikanern immer eher auf die Wanne zielen. Und wenn er halt durchkommt, dann habt ihr den Panzer mit zwei Schüssen weg. Wenn er nicht durchkommt, dann würde ich entweder das Weite suchen oder halt mir Verstärkung suchen. Aber es könnte dann schon knifflig werden, weil ein Schuss von so einem Tier, das ist schon... Naja, es tut weh. Tut eurem Panzer schon ordentlich weh. Der kriegt euch nämlich auch mit zwei Schüssen weg. Von daher... Deswegen würde ich euch dann auch den Panzerkampfwagen der Tiger 2. Das ist dann nämlich der Königstiger. Der macht dann mehr Schaden und der kommt sicherlich durch. Oder mit größerer Wahrscheinlichkeit durch. Macht euch da keine Sorgen. Beim Vorgehen an sich, ich würde sagen, behaltet die Deckung. Warum habe ich den jetzt getötet? Behaltet euch definitiv die Deckung. Arbeitet mit der Deckung. Arbeitet aus dem Hinterhalt. Und schießt dann nur, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr auch den Panzer treffen könnt. Und wenn ihr keine andere Möglichkeit seht. Also wenn der Panzer wirklich direkt vor euch steht. Guck mal, das wäre zum Beispiel so ein Punkt, da würde ich auf jeden Fall angreifen, weil er euch gerade die Wanne zeigt. Und ansonsten, wenn er euch die Front zeigt, da würde ich wirklich genau zielen und dann mit Sicherheit mal abdrücken. Weil wenn ihr abgedrückt habt, dann weiß der definitiv, wo ihr rumhockt. Man hat auch eben gerade Vorteil gesehen, die Panzerabwehrgranaten, da sind nicht alle durchgekommen. Und auch gegen die PTRD seid ihr ganz gut geschützt.
Weil bis die durchkommt, da habt ihr den Schützen schon längst erledigt. Und die kommt auch, wenn, dann nur von hinten durch. Von daher, da habt ihr den Vorteil. Gut, wir sehen uns gleich wieder im Anti-Tank-Tutorial. Bis dann. Und scheiß Pilot. So, und kommen wir auch zum letzten Panzer, und zwar dem Anti-Tank. Hier am Beispiel vom Stuck 3. Der Stuck 3, Ausführung F, um genau zu sein, ist der stärkste deutsche Anti-Tank, den wir hier im Spiel haben. Und der hat diverse Vor- und Nachteile, die wir hier jetzt mal genauer beleuchten möchten. Zum Handling hin muss man sagen, der Anti-Tank, der Stuck 3, ist sehr schnell und erreicht Top-Geschwindigkeiten im Vergleich zum schweren Panzer oder zum mittleren. Er ist auch dementsprechend recht wendig, aber er hat einen gravierenden Nachteil, und zwar seine fehlende Turmdrehmöglichkeit. Die mittleren Panzer, wie man sie sieht, da drüben, ja, die haben halt einen Turm, mit dem kann man halt fahren und gleichzeitig in alle möglichen Richtungen schießen. Das hat halt hier der Anti-Tank nicht. Der muss halt, wenn er schießen möchte, entweder stehen oder und sich dann halt ausrichten, oder er kann halt nur beim Fahren in eine Richtung schießen, und zwar in die Richtung, in die er fährt. Minimal kann man zwar verstellen, sieht man ja auch hier ein bisschen, aber das ist auch so gut wie gar nichts. Sprich, für die Konfrontation im Drehen, da gewinnt schon mal der Schuck nicht mehr. Dafür hat er eine enorm starke Turmpanzerung und eine enorm starke Turmkanone. Also die Panzerung vom Stuck 3 ist vergleichbar mit dem vom Panzer 4, also doch recht gut. 80 mm, soweit ich weiß, vorne. Da blende ich jetzt nochmal was ein. Sprich, man kann schon einiges aushalten, aber wenn man getroffen wird, dann ist die Möglichkeit zum Überleben relativ gering. Weil die HP-Anzahl ist vom Stuck dann doch nicht die allergrößte. Da steckt dann der Panzer 4 doch mehrere Schüsse ein. Dafür hat er aber, wie gesagt, die stärkere Kanone. Die stärkere Kanone besteht hauptsächlich halt aus dem Hauptgeschütz. Du hast kein MG, das fehlt hier komplett beim Stuck. Man hat dafür die Hartkerngeschosse und die HE-Geschosse. Die fehlen, also man muss sagen, die Hartkerngeschosse, die fehlen dann bei dem Ding da drunter, beim Hetzer. Da fehlen die nämlich, da hat man nur normale Panzerbrechende. Beim Stuck sind die halt dann vorhanden, die Hardcans, genauso wie beim Panzer 4. Die Stufen darunter haben die halt nicht. So, und dann muss man halt gucken. Man wurde jetzt einmal getroffen, nochmal getroffen von der Sue, dann ist weg. Zwei Schüsse, das ist übrigens auch bei den anderen Fraktionen der Fall, hält man aus, danach ist man weg. Ebenfalls gilt das für normale Panzer. Der Stuck schafft es mit zwei Schüssen, den feindlichen Panzer zu zerstören, während das der Hetzer hier vor uns mit drei Schüssen erst hinkriegt. Und ein wichtiger Nebeneffekt ist einfach auch noch, der Hetzer hat einen MG neben sich, wobei der Schütze drinnen sitzen kann und schießen kann, während der Stuck einen MG außerhalb vom Chassis hat, und da muss halt dann der Sekundärschütze, der ist dann halt mitten in der freien Luft und der kann nicht in den Panzer rein und ist dann halt auch nicht dementsprechend gut geschützt. Da muss man halt ein paar Abstriche machen. Aber an sich, er ist halt flink, er ist stark und er hat eine angenehme Panzerung. Also die Möglichkeit, dass auch mal Schüsse nicht durchgehen, ist doch relativ hoch. Trotzdem hat man halt dann recht wenig Chancen, wenn dann noch die ESU kommt. Okay, zum Beispiel. Hier ist einer abgeprallt. Trotzdem, einer ist durchgegangen. Naja. Generell zum Vorgehen, nutzt halt Deckung aus, vor allen Dingen. Geht nicht so wie ich eben gerade auf direkte Frontkonfrontation, sondern sucht euch irgendwo eine Deckung. Weiter abseits, irgendwie in Büschen. Sucht euch Deckung im Sinne von irgendwelchen Bäumen, im Sinne von irgendwelchen Mauern. Und wenn ihr das eigentlich beachtet, dann habt ihr mit dem Stuck recht viel Erfolg. Denn wenn er trifft, dann haut er ordentlich rein. In der Hinsicht, ich bedanke mich und ich würde mich freuen, wenn ihr auch zu einer neuen Folge von Let's Play HNG, einer regulären Folge, einschaltet. Und ansonsten, wir sehen uns wieder. Macht's gut, bedanke mich. Ciao.